Hallo wieder zu einem neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Ja, ich und mein Bruder waren heute auch wieder auf einem Flohmarkt. Der war recht groß. Das Wetter war wirklich gut, obwohl es gestern Abend noch genieselt hat. Ich war schon wieder skeptisch, ob es überhaupt stattfindet oder ob man überhaupt auf den Flohmarkt gehen kann, nachdem Wochen zuvor ja es nur in Strömen geregnet hat. Aber es hat nicht geregnet. Es war wunderbar. Ja, und wir haben einiges gefunden. Was? Das seht ihr gleich. Der Flohmarkt, wo wir waren, ist auf einem Möbelhausparkplatz recht riesig. Diesmal war ein bisschen kleiner, weil ein Teil des Parkplatzes, wo da war irgendwie waren Zelte aufgebaut. Ich weiß, ich mache Armbewegungen sehr viel. Deswegen war es ein bisschen enger, sagen wir mal so rum. Es war ein bisschen mehr zusammengestellt und es war auch sehr abenteuerlich. Man hat echt sehr viel Trödel gefunden. Man hat alte Sachen gesehen, sehr viel spannende Sachen von damals und so weiter. Aber Trödel, ganz normale Haushaltswaren sind ja nicht mein Ding, das wisst ihr auch. Also haben wir natürlich uns das nur angeschaut und ja, sind weitergegangen eigentlich. Das ist eben halt das Ganze. Ansonsten war das recht schön und ist wie gesagt sonnig. Am Anfang war es bewölkt und die Sonne war noch hinter den Wolken. Das glaube ich war es angenehm. Dann kaum kam die Sonne raus, war es sehr drückend. Dann noch eine hohe Luftfeuchtigkeit herrschte und deswegen habe ich mir auch was zu trinken, weil sonst bin ich wieder heiser. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben echt eine ganze Menge gefunden und im Endeffekt noch ein paar Sachen gefunden, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Aber was ist es? Und ich habe mir gedacht, ich fange gleich an mit den Toys. Muss ich einfach, ich glaube wahrscheinlich, beziehungsweise ich fange noch nicht gleich mit den Toys an, geht gar nicht. Da habe ich die Bücher hingestellt. Jetzt kommen die Bücher erstmal. Gut, was habe ich gefunden? Für 3 Euro gab es das Manga Ghost in the Shell 1.5. Das gab es für 3 Euro. Das hat auch noch die CD drin, die immer wieder rausfällt. Aber es ist nicht schlimm, dass sie rausfällt. Ja, das habe ich hier noch krachend hingesetzt. Also hier hinten ist so eine Halterung und da fällt die leider immer raus. Die CD muss leider auch geschliffen werden, dadurch, dass sie wohl immer rausgefallen ist, aber nicht nur bei mir. Ja, Matamun Shiros Ghost in the Shell ist Kult. Ich habe eine andere Version, die noch nicht. Und für 3 Euro nehme ich sowas immer gerne mit. So, ihr seht ja live, wenn das runterfällt. Zum Glück ist mir nicht zerbrochen. Das ist mir einmal passiert und das bei einer Resident Evil Play für PlayStation 2 einer CD, von einer US-CD. Ausgerechnet eine CD, die ich lose gefunden habe, weil die perfekt war zum Komplettieren. Ja, aber inzwischen habe ich sie neu bekommen und das ist ein anderes Thema. Egal. So, 2 Bücher haben wir dann auch noch gefunden für 2 Euro das Stück. Mein Bruder eben halt mitgenommen. Hier so ein richtiger dicker Wälzer von Star Wars, einsame Entscheidungen. Vom Blanc Valle Verlag, von Timothy Zahn, dem Schöpfer von Erben des Imperiums mit Grand Admiral Thrawn. Hier geht es um Mara Jade, eine sehr beliebte Figur im Star Wars-Universum. Richtig cool. Wie gesagt, 2 Euro kann man echt nicht sagen. Und im gleichen Stand für 2 Euro. Assassin's Creed, Heresy Ketzerei. Geht irgendwie um Joan d'Arc. Ist ein eigenständiger Roman, der nicht auf einem Game basiert. Sehr interessant und wie gesagt, für 2 Euro kostet mal irgendwann 15 Euro neu, also da kann man echt nichts sagen. Gut, ein weiteres Buch, was ich gefunden habe. Ich bin eigentlich kein Sammler der Reihe, aber das habe ich noch nie gesehen und ich finde diese Art immer wieder geil. Jetzt habe ich das geile Wort gesagt. TKKG und zwar der Detektivratgeber Top Secret, der ist von 1987. Hier sind Tipps und Tricks, wie man als Detektiv vorangeht, sei es um Fingerabdrücke sammeln, Spuren lesen, wie man mit der Kamera fotografiert, eben halt, wie man observiert, recherchiert, all das steht hier drin, so Tipps und Tricks, um Detektiv zu werden. Hier steht ja auch kurz drauf, wo eben halt mit TKKG Clubjournal und Clubprogramm, Geheimschriften, Beschatten, tote Briefkästen, Tipps zur Tarnung. Ja, das brauchte ich doch, ne? Ja, was es gekostet hat, weiß ich nicht, ab 9 Jahre, aber ich fand sowas so witzig. Ja, der Format ist sehr strange, aber ja, gab es für 1 Euro. Ja, dafür habe ich es dann gerne mitgenommen.
Dann weiter für 1 Euro gab es eine Malschablone. Die gleiche habe ich schon mal gefunden, aber trotzdem habe ich sie mitgenommen. So sieht sie selten. Von den Schlümpfen. Das ist wirklich so eine Schablone. Die stammt. Ich hoffe, das kann man sehen. Da kann man dann die Schlümpfe nachmalen. Auch richtig cool. Kostete bestimmt so um die 3 Euro oder 3 Mark mal oder zwischen 3 und 5 Mark und ist aus von Anfang der 80er Jahre. Also ich fand es auch gut, dieses Ding ist in sehr schönem Zustand und da konnte ich dann nicht widerstehen und habe es mitgenommen. Genauso bei diesem Brettspiel. Ich muss dazu sagen, ich weiß noch nicht 100%, ob es vollständig ist und ich nehme jetzt erstmal dieses Video auf. Und zwar für 3 Euro gab es dieses Brettspiel und ich fand es irgendwie witzig und ich musste es mitnehmen. Basil, der Mäusedetektiv zu dem Disney-Film. Ist das nicht cool? Finde ich richtig geil. Ja, also wie gesagt, das Spiel gab es für 3 Euro und ja, da kann ich dann auch nicht widerstehen irgendwie. Wenn so ein gewisser Reiz eben halt da herrscht und Brettspiele mache ich ja ganz gerne mal mitnehmen. Und das ist jetzt nicht wirklich ein kompliziertes Brettspiel. So, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt komme ich, ja, bevor ich zu Filmen komme, weil die liegen auf meinen Film, die Toys. Es geht jetzt um Toys. Und zwar habe ich gefunden für 3 Euro, lag bei einem Stand, eine Packung mit einer Figur drin. Ein Survival Man. Ich weiß nicht, ob es ein Original oder eine Kopie ist von irgendwas. Auf jeden Fall fand ich das so witzig und es ist auch bestimmt schon 30 Jahre alt. Ist es hier ein Transformer in dieser komischen Edition. Richtig cool, die Artworks finde ich richtig klasse. Sieht ein bisschen sonnengebleicht aus. Es ist so ein Rennwagen, der sich verwandelt. Muss aufpassen, sonst fällt er mir runter. Aber auch richtig cool, oder? Was sagt ihr? Also das ist jetzt keine direkte Kopie von einem Transformer, aber sehr ähnlich. Ich habe beim Recherchieren gesehen, dass es in Japan etwas Ähnliches gibt, aber bei uns weiß ich es nicht. Hier gibt es noch 3 andere Survival-Männer, aber die sind irgendwie nicht Roboter, sehen mehr aus wie Power Rangers. Aber egal, für 3 Euro und ich fand das so witzig, dass ich das mitnehmen musste. Ich habe ihn noch nicht verwandelt. Wenn ich ihn verwandelt habe, mache ich ein Foto davon und das blende ich jetzt mal kurz ein. Also, auf jeden Fall sieht das recht cool aus, recht bunt mit den Neonfarben. Irgendwie was Witziges. Also, da kann man dann auch nichts Gegenteiliges sagen, oder? So, das nächste am gleichen Stand, das hat mein Bruder entdeckt dann, beziehungsweise ich auch, aber er fand es interessanter. Eine Star Wars Figur, eine der ersten Retro-Veröffentlichungen, die ist von 1900, jetzt muss ich wirklich gucken, 2011, 12. Und damit läutete Hasbro, glaube ich, sozusagen ein bisschen diese Welle ein. Von Revenge, oder nicht Revenge of the Jedi, sondern Return of the Jedi, Wedge Antilles. Die OVP ist ein bisschen beschädigt, aber die Figur ist noch richtig gut. Ja, und die Figur gab es für 8 Euro, sieht man nicht alle Tage. Und ein bisschen schade ist, dass so ein einfacher Sticker hier die ganze Rückseite mit den Informationen verdeckt, aber ansonsten ist ein offizieller Sticker. Sieht das recht gut aus. Wedge Antilles ist ein Kultcharakter und die Figur gab es ja nicht mehr im Original damals, so glaube ich, also in der Original-Kenner-Serie. Somit ist das so eine schöne Veröffentlichung. Ja, wie gesagt, für 8 Euro VP jetzt oder der nicht ganz so gut, aber ja, wann findet man das? Genau. Und dann gab es einen Deal, für den habe ich 40 Euro im Gesamten bezahlt. 3 Teile beinhaltet er. Ich fange an. Mit dabei ist von Turtles eine Figur. Ich bin jetzt kein Turtles-Experte. Sie ist von, ich glaube, von 1988. Müsste Rocksteady der Bebop. Ich bin gerade wieder am Verwechseln. Richtig gut. Er ist vollständig. Man merkt ein bisschen die Zeit hier und da, habe das Gefühl, dass er klebt, aber auch nicht so leicht. Ist noch, wie gesagt, sonst sieht er recht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, was er wert ist. Man wollte 1 und dafür 12 haben. Ich habe ihn jetzt mit 2 anderen Sachen noch gebundelt. Ich werde ihn nicht behalten, da ich keine Turtles sammle. Ich hoffe auch, dass er vollständig ist, beziehungsweise ich werde das noch recherchieren. Ich bin ja noch dabei und den gab es, wie gesagt, für, in dem Sinne wollte man
12 Farben. Ich habe alles andere gebundelt und dann habe ich noch gebundelt mit zwei Messfahrzeugen. Nur Fahrzeuge, keine Figuren. Die Figuren habe ich inzwischen eigentlich schon organisiert vom lieben Bürgermeister. Ich grüße dich, mein lieber Freund. Einmal dieses Fahrzeug, was ich jetzt nicht weiß, wie es heißt. Das ist auch vollständig. Kann man hier aufklappen und verwandeln. Ist aber leider nicht komplett heil. Eine der Türen, da sind die Halterungen gebrochen, sodass man, die würde man aushängen. Ich bin jetzt gar nicht so der Experte, wie es sich verwandelt. Genau, so verwandelt sich das. Und dann kann man die Türen vorsichtig hier irgendwie öffnen. Und dann hat man hier Kanonen. So, auf der Seite, so seht ihr das, so. Das ist, man kann das Teil noch abschießen, hier oben wird aufgeklappt, dann kann die Figur hintergestellt werden, dann steht sie da. Und hier hinten kann man auch noch eine Kanone ausblenden. Also, und das Teil vorne kann man abschießen, er ist noch nicht hundertprozentig gereinigt von mir, das muss er noch. Den gab es, für die Figur wollte man, also für die beiden Messfahrzeuge, je wollte man eigentlich erst 30 haben. Ich habe dann gesagt, also 15 ist doch wirklich das Minimum, was ich zahlen würde. Dann sagte er, oh, bei dem einen 25 und dann haben wir uns geeinigt, doch alles zusammen als Bundle-Paket für 40, die Figur, dieses Fahrzeug und das Fahrzeug, was mir wirklich gefällt, weil ich es noch nicht hatte, ist ein bisschen stoppig, und zwar Thunderhawk. Sieht richtig gut aus, also ich muss sagen, der ist noch richtig gut in Schuss. Die Aufkleber sind auch noch top. Keine Figur und keine Bomben. Bomben waren ja sowieso nicht in Deutschland. Kann hier drauf drücken. Das ist alles top. Ihr seht, die Flügel, die stehen wie eine 1. Die Teile kann ich auch noch rausziehen, aber ich kann es hier bei dem rausziehen und bei dem ist leider gebrochen. Den kann ich nicht ganz rausziehen, den Flügel, aber ihr seht ja, es fällt nicht mal auf. Ich kann das mehr hinstellen und das sieht top aus. Ist innen noch staubig und ich muss auch sagen, man muss aufpassen, die Räder, die sind die Gummiräder, da merkt man schon, dass sie ihre Zeit haben, da gibt es so ein paar Risse drin, das heißt, man muss vorsichtig sein. Innen drin weiß ich nicht, ob irgendwelche Gurte da waren, um die Figur festzuhalten, aber das spielt für mich jetzt keine Rolle, wie gesagt, er ist noch dreckig drin. Ich habe ihn nur von außen ein bisschen sauber gemacht, die Scheibe vorne war ein bisschen oder ist noch immer ein bisschen mit irgendwie Aufkleber drauf, das habe ich fast weggekriegt, aber der sieht doch klasse aus. Und er steht wie eine 1. Thunderhawk, wie gesagt, oder wie ich erwähnt habe, habe ich in meiner Kindheit nicht gehabt. Ich wollte ihn immer haben. Ich habe viele gehabt. Alle wieder verkauft, früher mal als Kind. Den habe ich noch nie gehabt. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal. Ich habe ihn aber als Kind in der Hand gehabt, weil ein Nachbar den hat. Ja, und die Figur, den Matt Tracker, der ist bereits organisiert. Der hat der liebe Flo für mich organisiert. Der steht sozusagen bereit. Und wenn die Toyplosion ist, das war gestern, wenn ihr dieses Video seht, war das gestern, da habe ich die Figur bekommen. Und dann kann ich vervollständigen und vielleicht mache ich das euch nochmal einzeln zeigen, wenn ich die vollständig habe. Und auch er hat wohl eine Ersatztür, dass ich die Tür sozusagen ergänzen kann, dass das Fahrzeug wieder vollständig heil ist. Ob ich das aber behalte oder auf der Toyplosion abgebe, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das ist so keine Figur, Fahrzeug, das mir so, ja, das so einen Eindruck hat. Aber egal, man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall findet man das. Und für den Kurs, was sagt ihr? Das möchte ich wissen in den Kommentaren da unten. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, das würde ich auch mitnehmen für den Preis. Ich muss dazu sagen, am Nachbarstand gab es auch ein Mask-Fahrzeug, ein Truck, der dann sich so in so einen kleinen Panzer verwandelte. Ich denke mal, ein Goliath heißt der, aber das glaube ich nicht. Und ein Beutel mit Figuren. Und ich über den Beutel mit Figuren, dass ich den nicht mitgenommen habe, weil er wollte das als Bundle mit 50 Euro. Und das war zu teuer, denn der sah kaputt aus. Der war sehr viel dreckiger und beschädigter. Und der hatte mich auch hingewiesen, dass sein Nachbar die beiden Figuren da hatte. Und ja, ich habe dann dazu gelangt, wie dem auch sei. Ja, so kam es dann. Naja, gut, wie gesagt, die Figuren, da habe ich mich noch nachträglich überlegt, hätte ich vielleicht noch was handeln können. Ist jetzt auch egal. Ich bin jetzt viel zu weit weg, um dann nochmal zurückzugehen. Und ja, dem ist so manchmal. Genau, worum geht es weiter? Ich komme jetzt zu dem Film. Wir haben ein paar Filme mitgenommen,
eine DVD und einige Blu-Rays. Upgrades zum größten Teil dann auch für die Sammlung. Und zwar habe ich einmal jetzt hier einen Jet Li-Film Black Mask auf DVD, soll die Uncut-Fassung sein. Zum einmal gucken, auf jeden Fall ist der geeignet. Dann hier mit Ryan Reynolds und Ben Kingsley Selfless, der Fremde in mir auf Blu-ray. Das ist eine Videothekenfassung, hat noch ein Videothekenlabel auf der CD. Das ist aber so aus Papier aufkleber, das könnte ich abkriegen. Aber da bin ich noch nicht bei gewesen. Dann, ich muss dazu sagen, dass ich dadurch, dass ich ja auch Games mitgenommen habe und ich einiges gebundelt habe, kann ich jetzt nur sagen, ich habe für die Black Mass ungefähr 1 Euro bezahlt durch das Bundle. Die Selfless kam noch mit, kann ich sagen, mit 3 weiteren DVDs. Die Blu-rays, die wollte man für je 2 abgeben. Ich habe 6 bezahlt, so mit 1,50 Euro, da kann man nichts sagen. Dabei noch mitgekommen ist Der letzte Tempelritter mit Nicolas Cage und Ron Perlman. Gar kein schlechter Film, vielleicht nicht sein bester, aber unterhalten auf jeden Fall. Ähnlich auch mit Nicolas Cage und Hayden Christensen. Outcast, Die letzten Tempelritter. Ich kenne ihn nicht, mein Bruder wollte ihn unbedingt mal sehen. Also mitgenommen. Ein Film, den ich sehen wollte und ich mag Pierce Brosnan, ist The November Man. Ja, und für den Preis von die 1,50 Euro kann ich auch nicht, sagen wir mal so, nein sagen. Okay. So, dann gab es noch für 2 Euro Chaos. Auch ein Upgrade, haben wir auf DVD bisher nur gehabt. Dann in einer Grabbelkiste, ich glaube auch für je 2 Euro war das, hat mein Bruder 2 Filme mitgenommen. Das ist jetzt nichts meine Filme. Stolz und Vorurteile und Zombies. Und ein Film, da kann ich gar nichts zu sagen. In der Limited Edition jedenfalls auf Blu-ray, wo gemerkt, Bounty Killer. Auf jeden Fall eine sexy Hauptdarstellerin, kann man ja nicht anders sagen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen, außer dass er aber 18 ist. Achso, der letzte Film, der war auch mit gebundelt worden mit dem Ganzen, auch mit der DVD. Und da hatte ich auch 1 oder 2 Euro dadurch nur im Endeffekt so. Wirklich ist Punisher Warzone. Den habe ich bereits mal in der 18er Fassung gehabt. Und die ist noch eine Minute länger. So ist es manchmal. Gut. Und ihr werdet es nicht glauben, das waren die Filme. Und jetzt kommt es zum GameStuff. Wir haben eine ganze Menge an GameStuff gefunden. Und ich gucke mal, wie ich das am besten zeige. Ich fange an mit den Büchern. An 2 Stellen haben wir 2 Bücher gefunden, und zwar einmal das Lösungsbuch zu Driver 3, das gab es für einen 5er vom bekannten Händlerkollegen, den wir eben halt getroffen hatten. Da fehlt nur die Bonus-DVD, aber ansonsten ist das Ding vollständig. Das gab es für einen 5er, und dann waren wir in einem anderen Stand, wo wir auch eine ganze Menge PlayStation 1 Spiele erworben haben, 2 Xbox One. Xbox Classic Spiele und ein paar Anleitungen fürs Mega Drive. Das habe ich ein bisschen vorgegriffen, das genauer zeige ich euch ja noch dann, was es ist. Für das ganze Bundle haben wir 100 Euro bezahlt. Das war fair. Es sind auch Sachen dabei in sehr gutem Zustand. Ich weiß nicht, ob das Crap Spiele sind oder nicht. Auf jeden Fall war es recht günstig. So, dabei in diesem 100 Euro Paket war auf jeden Fall das Lösungsbuch von Metal Gear 5. Phantom Pain, auch richtig gut. Alles noch dabei. Hinten leider so ein Riss, der mit dem Tesafilm geklebt wurde. Also, ja, ist halt leider da so. Gut. Behaltet das bitte im Sinn. Es gibt noch einiges zu zeigen, und ich springe wahrscheinlich jetzt gleich so ein bisschen. Ich mache es jetzt aufgrund dessen, dass ich das richtig hinstellen kann. Dann gab es für einen 10er ein PC-Spiel. Und zwar der Ring des Nibelung. Ja, des Nibelung. Ihr könnt sehen, das ist so ein 3D-Spiel. Ich kenne es gar nicht. Mein Bruder sagt, das ist ein Klassiker von Cryo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Big Box ein bisschen hinten gedrückt. Ansonsten vollständig. Ich habe es auch wieder schön sauber gemacht. Also, ja. Das ist wohl ein recht seltenes PC-Spiel. Dann gab es auch für 4 oder 5 Euro, hatte mein Bruder das doch mitgenommen, ist nur eine OVP. Da ist nichts drin, keine Anleitung, kein Game. Für den Amiga von Superman, The Man of Steel.
Das Spiel selbst ist, glaube ich, nur durchschnittlich. Aber man findet eben halt die UVPs selten. Und er hat gesagt, komm, das nehme ich dann mal mit. Das würde sich vielleicht lohnen. Gut, weiter geht es mit Games oder Game Stuff. Ich habe für 1 Euro mitgenommen Servietten von Super Mario. Gab's für 1 Euro. Kann man ganz gut verwenden, glaube ich. Genauso von Super Mario auch ein Spiel. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Sowas, so ein Level 8 von Mario. Gab's für 2 Euro. Ja, fand ich witzig, habe ich einfach mitgenommen. Ja, es kommen richtige Games, keine Angst. So, für... Das war gebundelt. Ich glaube, da hat mein Bruder fast einen Fünfer bezahlt. Fehlt uns auch noch in der Sammlung. Das ist wirklich teuer dann für 5 Euro, muss man dazu sagen. Aber wird so gehandelt. Ist ein Disney Infinity und zwar Glotzkowski. Mike Glotzkowski aus Monster AG oder Monster Uni. Ja, fehlt uns noch. Stell ich mal darauf. Der kam da hinzu. Ja, bevor ich da weitergehe, unterbreche ich nochmal für 2 Musik-CDs. Ich habe für jeden Euro gab es die einmal mitgenommen. Phil Fuldner, The Final, das ist mit Captain Future. Habe ich schon, aber sowas lasse ich auch nicht liegen. Und ebenfalls Full Metal, The Album, Wrestling, also WWF Wrestling Federation mit den Einlaufmusiken. Richtig cool. Ne? Diesel, Kim Marvel, 1-2-3 Kid, Goldust, Razor Ramon, Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels. Was will man da mehr? Das ist doch top. Gut, weiter geht's. Games. Ihr wollt wissen. Games. Ich komme jetzt an diese Games. PlayStation 1 wird mir das letzte werden. Deswegen muss ich so ein bisschen durcheinander das machen. Diese gab es für je 20. Die werden auch teuer gehandelt. Mein Bruder fehlte die beiden PlayStation 3 Spiele. Die wollte er gerne in die Sammlung aufnehmen. Ja, und um seine Sammlung auch davor vollständig zu haben. Und zwar haben wir hier einmal Ratchet & Clank Nexus. Dann Ratchet & Clank All for One. Sind auch in sehr gutem Zustand und waren von einem Händler genommen worden, der auch wusste, was er hatte. Also es war aber ein Sammler, der seine Sammlung verdünnt hat, also ausgedüngt hat. Das war kein Privathändler. Man merkt aber, er kannte sich aus. So. Dann noch, was bei dem Glotzkowski dabei war, hat er auch, ich glaube, 4 oder 5 Euro hat mein Bruder bezahlt, für die Xbox Classic, Wings und die verfluchte Mumie. Auch ein Spiel, was recht gut sein soll, aber auch recht, ja, findet man nicht so häufig. Dann in dem 100 Euro Bundle Deal waren diese beiden Xbox Spiele noch. Ich glaube, das eine ist nicht gerade was Besonderes, aber fehlt in der Sammlung. Chase Hollywood Stunt Driver. Und auch gleiche Konsole, Spy Hunter. Spy Hunter ist ja ein Arcade-Klassiker, aber hier so in der 3D-Fassung. Wie der ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das spannend herauszufinden. Weiter in dem großen 100-Euro-Deal sind 5 Mega Drive-Anleitungen. Und zwar fange ich an mit Ranger X. Ich weiß jetzt gar nicht, welche. Ich habe die einfach mitgenommen, um zu vervollständigen, weil man findet sowas ja seltener. Quackshot. Dynamite Heady, kenne ich überhaupt nicht. Hier haben wir dann Rocket Knight Adventures und Alien Soldier. Das soll ein richtig teures Spiel sein und da haben wir jetzt schon mal die Anleitung. Ja, der hatte viel, das war auch einer, der wo seine, der viele Aufkäufe hatte und alles rausgebracht gegeben hat. Und auch sehr günstig war. Was heißt günstig? Ja? 100 Euro für einen ganzen Bundle. Und ich habe jetzt hier noch einiges an PlayStation-Spielen, die damit im Bundle waren. Also deswegen, ja, könnt ihr entscheiden, hat sich das gelohnt? War es günstig oder war es nicht günstig? So, weiter geht es. Es gab noch zwei, also ich zeige euch gleich die PlayStation-Einspiele. Ich arbeite mich langsam runter. Und zwar 2 PC-Spiele für je 1 Euro, die man nicht liegen lassen konnte, und zwar einmal Hexen und Mortal Kombat 3. Wann findet man das? Die PC-Version. Nicht schlecht. Ja, und wo wir bei den Anleitungen waren, ich habe hier die Anleitung noch mitgenommen, oder die haben wir. Die hat er auch so, glaube ich, 3 Euro und die hat er dann umsonst mitgegeben, weil mein Bruder hat
die beiden Ratchet & Clanks für insgesamt 40 und dann gab es das als Dreingabe von Bomberman Fantasy Race für die PlayStation 1. Oben war ein Sticker, den habe ich weggemacht. Leider ist noch ein Schatten da zu sehen, das ging nicht anders, aber besser als so ein Videotheken-Sticker da wegzukriegen. Ja, so, jetzt gucke ich mal. Die ganzen Games, die ich jetzt bringe, die waren im Endeffekt in dem ganzen Paket für die 100 Euro. So, es sind alles PlayStation 1 Titel. Eins, was wir noch gar nicht hatten, irgendwie noch nicht. Das ist ja erstmal die Platinum-Version, Alien Trilogy. Ich leg die mal hier zwischen und trinke erstmal einen Schluck. Ja, so, dann ein Titel, da ist das Spiel wirklich gut, auch die Hülle ist klasse. Also sonst, die Spiele selbst sind eigentlich in Top-Zustand, abgesehen ist dann der Hülle. Time Commando. Time Commando, so ein Action-Adventure, 3D-Third-Person, meinte mein Bruder, keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. Genauso kenne ich auch nicht Lone Soldier, das sieht nach einem Third-Person-Shooter aus. Keine Ahnung, sah aber sehr spannend aus. Übrigens das beste Spiel, was ich gesehen habe, was ich gerne mitgenommen hätte. Und es hat ein Händler, der eigentlich seine Spiele auch wieder verwahrlosen lässt. Da, und der wollte aber 180 Euro haben für In the Hand. In the Hand hätte ich gerne mitgenommen. Das Spiel war in einem mega geilen Zustand, aber ich zahle keine 180 Euro. Sorry, das ging nicht. Ne? Ich meine, die sind jetzt hier auch teilweise in sehr gutem Zustand, wie jetzt Battle Stations. Ist bestimmt kein besonderer Titel, aber ich habe ihn so noch fast nie gesehen. Ist aber auf jeden Fall vollständig und sehr gut. Achso, das ist jetzt nicht vollständig und auch nicht heil, aber hier ging es mir um Handbuch und Covers und das gab es umsonst als Dreigabe von Dreamcast. Confidential Mission. Also da fehlt mir nur eine Hülle und ein Spiel. Das Spiel fehlt mir. Aber das findet sich sicherlich leichter als das Handbuch und die Hülle und das habe ich ja jetzt. Dann ein Spiel, was ich auch nicht kenne, aber auch in einem sehr guten Zustand ist. Life Force Tanker. Sieht nach einem Ego-Shooter aus. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, ob ihr sagt, das sind geile Games oder Sascha, das hättest du nicht mitnehmen sollen, das ist Kacke. Genauso ist es hier für einen Third-Person-Ego-Shooter, keine Ahnung, was das für ein Game ist, ich kenn's nicht. Deswegen haben wir es einfach mal mitgenommen. Kann man mit Dual-Shock-Controller spielen. Assault. Wie gesagt, sieht sonst wirklich ein sehr guter Zustand, aber wenn das totaler Crap ist, werde ich es auf die nächste, die Retro Gamescon oder die Polaris mitnehmen, wo ich die Sachen dann wieder abstoße. So, was wir gefunden haben, ist jetzt schon wieder fast weg eigentlich. Ich habe jetzt noch ein einziges PlayStation 1, nicht Game, sondern die Demo 1 hier. Ich habe sie noch nie in dieser PlayStation-Hülle gesehen, die gab es mit dabei. Das ist wirklich nur eine Demo-CD, da ist kein Handbuch. Ich weiß nicht mal, ob das mehr als ein Handbuch oder mehr als die Hülle ist. Auf jeden Fall, die habe ich so auch noch nicht gesehen. Und deswegen, ihr wisst ja, Demos habe ich ja ganz gerne mal dabei oder Promos. Deswegen, na, Demos weniger, das muss schon zu spielen sein, aber das habe ich so noch nicht. Also, ja, wurde es mit eingepackt, ja. So, jetzt muss ich noch mal kurz dazwischen greifen. Als ich das Video aufgenommen habe von dem Flohmarkt gefunden, ist mir eine Kleinigkeit nicht aufgefallen. Und zwar, es geht um die Demo 1 PlayStation 1 CD oder Hülle, wie auch immer man es sagen möchte. Ich habe die Hülle euch gezeigt und dachte, die Demo ist auch da drin. Ich habe auch hier schön reingeguckt. Da ist eine Demo drin. In dem Moment aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wusste ich nicht, wie die Demo 1 CD aussieht. Und die ist nicht da drin. Es ist eine ganz andere CD drin. Ihr könnt sehen, ne, ich darf mich richtig nennen nochmal. Autumn Christmas Releases ist das eine CD. Ich habe noch keine Ahnung, was da drauf ist. Aber wie gesagt, die Demo 1 muss ich mir mal besorgen, damit ich sie in dieser schönen Hülle auch reinpacken kann. Wenn der einer von euch hat, also kann er sich gerne bei mir melden. Unabhängig davon habe ich geguckt, also wie gesagt, damit ich auch sehen kann, ob ich nicht über den Tisch gezogen bin, nur eine billige Hülle gekauft oder teure Hülle gekauft habe. Diese Demo 1 kostet so um die 10, 12 Euro, habe ich sie gefunden bei eBay. Und
das Schöne ist, die Disc selbst, also diese, die ich jetzt habe, wird auch so um die 10 bis 12 Euro gehandelt. Somit nicht mit dem gleichen Preis raus. Naja, wie gesagt, ich habe eine Demo, die ich nicht kenne, bekommen und eine Hülle von einer Demo, die ich noch nicht habe. Aber wie dem auch sei, trotzdem bin ich glücklich. Also, jetzt weiter zum regulären Part. Und das war unser Flohmarkt. Oder unsere Flohmarktfunde waren das. Ja, jetzt seid ihr dran, ne? Also ihr müsst mir sagen, wie ihr diesen ganzen Kram findet, den ich jetzt hier gefunden habe. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, der Mass-Deal hier mit den 40 Euro für die Turtles-Figur und die beiden Fahrzeuge, die ja nicht perfekt sind, hat sich's gelohnt oder hat sich nicht gelohnt? Was ist da euer Highlight? Habt ihr viele Highlights? Ja, redet einfach drauf los, schreibt es in die Kommentare, schnackt mit mir. Lasst es mich wissen, wie es ja, weitergeht. Ne? Ja, ich möchte gerne wissen, wie ihr die findet. Da jetzt verhaspel ich mich fast. Also sage ich jetzt nur noch liken, teilen, abonnieren. Ist das Einfachste, um mein nächstes Video nicht zu verpassen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt noch einen kleinen Überblick und ich wünsche euch einen weiteren schönen Tag. Thank you.